Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Im Herbst 1989 war ich, 27 Jahre alt, Mutter eines 5-jährigen Sohnes und tätig als Sachbearbeiterin im VEB Unitas, heute vielen bekannt als die Tabakhöfe am Marienplatz. Heute, eine Generation weiter, bin ich 52 und schaue mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die letzten 25 Jahre und ein paar Monate. Der Herbst 89 und die Anfänge der 90er Jahre waren für mich die spannendste und aufregendste Zeit. Meines bisherigen Lebens. Vor mehr als 25 Jahren hatte ich die Hoffnung auf Veränderung eines Landes, meines Landes, die hervorgebracht wurde durch Menschen, die es wagten, widerständig zu sein, die es wagten, den Aufruf des neuen Forums zu verteilen und sich zu bekennen, die aufstanden und sich auf den Weg machten. Wir überwanden unsere Angst, unser Schweigen und besiegten unsere Angst vor der allgegenwärtigen Staatsmacht. Wir machten uns auf den Weg, ohne das Ende zu kennen, getrieben vom Willen zu verändern. Wann hatte ich das erste Mal Hoffnung auf Veränderung? Und da muss ich unweigerlich an ein Konzert denken, nämlich am 2. Oktober 1988, wo Rio Reiser, auch bekannt als Tonsteine Scherbensänger, in der Werner Seelenbinderhalle in Berlin aufgetreten ist. Und es gibt ein Lied, Der Traum ist aus. Und dieses Erlebnis habe ich heute immer wieder und ist vielleicht auch etwas, was mich immer wieder treibt. Ich werde jetzt nicht singen. Der Traum ist ein Traum zu dieser Zeit, doch nicht mehr lange, mach dich bereit für den Kampf ums Paradies. Wir haben nichts zu verlieren als unsere Angst. Es ist unsere Zukunft, unser Land. Gib mir deine Liebe, gib mir deine Hand. Gibt es ein Land auf der Erde, wo dieser Traum Wirklichkeit ist? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur eins, und da bin ich mir sicher, dieses Land ist es nicht. Rio Reiser schrieb dieses Lied damals nicht für die DDR. Meine Damen und Herren, ich möchte heute die Möglichkeit nutzen und meine Erinnerung an die friedliche Revolution, aber auch an die DDR und die Zeit nach 89 mit Ihnen teilen. Und es ist mir eine Ehre, hier und heute zu Ihnen sprechen zu können und Sie mir zuhören. Ich gehöre einer Generation an, in der das Politische ins Private drängte. Und dies von Kindesbeinen an und mit jeder Phase. Geboren 1962 in Schwerin, bin ich aufgewachsen in einem Elternhaus, welches auch geprägt war von der Zerrissenheit meiner Eltern zwischen alltäglichem Widerstand, Anpassung, Desillusionierung. Auch die erfahrene Liebe und Fürsorge konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie Gefangene des sich arrangieren müssens waren. Erst nach der Wende wurde der Schleier des Schweigens gelüftet und ich erfuhr, dass die Stasi meinen Vater abholte, wenn meine Schwester und ich in der Schule waren. Ich erfuhr, dass er nicht studieren konnte und sich seine kleine private Freiheit hart erkauft hat. Meine Mutter quittierte im September ihren Dienst als Kindergärtnerin, weil sie die Ideologie nicht mehr aushielt. Ein paar Wochen später war sie weg, die Mauer. Und die Linientreuen, die meine Mutter seinerzeit kritisch beäugten und kritisierten, hatten sich über Nacht ihren Wolfspelz ausgezogen und wurden zahme, gefügige, dem neuen System angepasste Lämmer. Blicken wir zurück auf die friedliche Revolution, dürfen wir die Lebensentwürfe gerade der Kriegs- und Nachkriegsgeneration, auch die Generation meiner Eltern, nicht vergessen, um zu verstehen, warum wir aufarbeiten müssen, das Schweigen brechen und das Ansprechen von Unrecht heute genauso wichtig ist wie vor 25 Jahren. Ich selbst verstand erst nach der Wende die Tragweite. So konnte ich zu DDR-Zeiten nicht den gewünschten Beruf erlernen oder gar studieren. 1989, im Frühjahr reiste ich mit einer Freundin noch nach Polen, im Sommer mit der Familie sogar nach Ungarn und ich kam wieder. Meine DDR. Ja, ich wollte verändern, aber gehen wollte ich noch nicht. Der Aufruf des neuen Forums, den 30 Erstunterzeichner am 10. September in Grünheide im Haus von Katja Havemann unterzeichneten, war für mich der Anfang. Und wenn wir heute von Dankbarkeit reden, dann bin ich dankbar, dass es diese mutigen Menschen gab und eine Bewegung
der ich angehören durfte. Der demokratische Dialog war für mich maßgeblich und die Umgestaltung unserer Gesellschaft, unserer DDR. Am 19. September 1989 wurde das neue Forum in den 15 DDR-Bezirken angemeldet, so auch in Schwerin. Damals war es gut, dass ich den Beruf der Sekretärin gelernt hatte. So konnte ich auf der elektrischen Schreibmaschine des Betriebes den Aufruf des neuen Forums tippen, denn die Botschaft musste schließlich unters Volk gebracht werden. Ich habe diese Zeit als sehr intensiv erlebt und befreiend. Befreiend dahingehend, dass wir uns zusammentaten, Herr Kuckert hat es gesagt, uns ermutigten und über gesellschaftliche Probleme redeten, nach Lösungen suchten. Ich stellte unsere Wohnung zur Verfügung, um mit anderen Gleichgesinnten um umweltbewusstes Leben zu reden, Forderungen zu formulieren, Konzepte. Ich wollte schließlich auch, dass unser Sohn in eine Schule geht, ohne Drangsalei, ohne Staatsbürgerkunde und ohne Wehrerziehung. Eine Bildung, die ihm freie Entfaltung seiner eigenen Kreativität ermöglicht. Wie in anderen Städten auch, gab es dann endlich am 23. Oktober in Schwerin die erste Montagsdemo. Jedoch anders als in der restlichen DDR rief die Nationale Front zeitgleich zu einer Kundgebung auf. Es gab im Vorfeld und während der Demo so viele Ängste und im Nachhinein wissen wir, die Angst war nicht unbegründet. Bereitschaftspolizei und Kampfgruppen standen zum sofortigen Zugriff bereit. Das Schicksal der Altvorderin war, sie war mitverantwortlich, dass am Ende über 40.000 Demonstrantinnen friedlich mit Kerzen in der Hand durch die Innenstadt von Schwerin zogen. Es ging Schlag auf Schlag. Wir haben uns getroffen, über Politik und Veränderung debattiert, darüber, ob wir nun eine Partei werden wollen und wie wir uns es zukünftig vorstellen mit der Politik. Wir sind damals von der Zweistaatlichkeit ausgegangen und die Konföderation wurde heiß diskutiert. Sehr gut erinnere ich mich an den 4. November mit der legendären Demo in Berlin. Gebannt haben wir vor dem Fernseher gesessen und alles mitverfolgt. Dann kam der 9. November. Am 9. November habe ich morgens noch Bekannte verabschiedet, die die Ausreise in die Bundesrepublik genehmigt bekommen hatten. Wie sich später herausstellte, war auch ein Spitzel aus dem Staatstheater darunter. Es schmerzt immer, wenn Freunde gehen. Und das Wiedersehen lag zum damaligen Zeitpunkt morgens in weiter Ferne. Im Überwachungsstaat DDR bedeutete dieses aber auch Schikanen für die zurückgebliebenen. Verwandte, Verfreunde und Freunde, ob im Betrieb oder im Sportverein, waren abgestempelt. Ich selbst wollte mir am Abend ein Trabi kaufen, weil ich zur Erkenntnis kam, die Informationen müssen schneller von A nach B und Handys gab es nicht. Also kaufte ich mir um kurz nach 18 Uhr hier in Schwerin am 9. November mein Trabi, war selig, bin nach Hause gefahren, habe wie abends oft den Fernseher angemacht, mit einer Freundin zusammengesessen. Und dann kam das für uns Unfassbare. Die Mauer hatte nach über 28 Jahren endlich ihr Verfallsdatum erreicht. Die Öffnung der Mauer bedeutete aber auch das Ende der friedlichen Revolution. Ein Tag später war kaum noch einer im Betrieb in meinem Unitas. Keiner wollte als letztes das Licht ausschalten. Nun trauten sich auch die Letzten, kostete es doch jetzt keine Zivilcourage, nach Ratzeburg, Hamburg oder Lübeck zu fahren. Sie träumten auf einmal von einem Paradies. Sie träumten blühende Landschaften. So nahm die Geschichte ihren Lauf. Ich selbst habe mich im Dezember 1989 beim neuen Forum ausgeklingt. Machtfragen, Parteifragen, Zusammenschlüsse, die verfolgten Konzepte waren nicht meine. Ich selbst fand meine politische Heimat im Unabhängigen Frauenverband und baute im Oktober 1990 das autonome Frauenhaus hier in Schwerin auf. Was wollten wir Frauen damals? Ich weiß nicht, wie viele Frauen heute hier noch reden. Genau das, was wir heute wollen. Gleichberechtigung und Selbstbestimmung. Genau. 28 Jahre stand die Mauer, die ich noch als antifaschistischen Schutzwall kannte. Die Mauer ist das Symbol der deutschen Teilung, aber die westliche Grenze war auch die Elbe. In diesem Jahr habe ich mich dort auf Spurensuche begeben, entlang der Elbe und am Grünband, dem ehemaligen Eisernen Vorhang, als
Grenzgängerin, erlebte ich die Dorfrepublik Rüterberg. Eine Zeitzeugin berichtete über ihre Schulzeit in Dömitz, dem permanenten Misstrauen und dem Leben in der Sperrzone. Ich frage mich, hinterlässt dieses Gefangensein die seelischen Narben, die für immer bleiben? Ich erinnere mich eindrücklich an die Gespräche mit einer Zeitzeugin, deren Angehörige während der Aktion Ungeziefer im Juni 1952 zwangsausgesiedelt wurden. Im Oktober 1962 gab es eine weitere generalstabsmäßig organisierte Zwangsaussiedlung, nun mit dem Namen Kornblume. Historiker gehen davon aus, dass zwischen 11.000 und 12.000 Menschen zwangsausgesiedelt wurden und kriminalisiert wurden. Circa 3.000 flüchteten gen Westen. Zurück blieben geschliffene Dörfer wie Fockwey, das nur noch durch eine Gedenkstätte erkennen und erfahrbar ist. Ich lernte eine Frau kennen, die zwangsausgesiedelt wurde und erst nach der Wende an ihren Heimatort zurückkehren konnte. Sie kommt immer im Wohnwagen, jeden Sommer, das Haus steht schon lange nicht mehr. Mit dem verwaltungsrechtlichen Rehabilitationsreinigungsgesetz können sich jetzt diese Opfer seit 1994 von der erfahrenen, Zitat, Verwaltungswillkür und Verwaltungsunrecht der ehemaligen DDR, vom Makel persönlicher Diskriminierung befreien und soziale Ausgleichsleistungen in Anspruch nehmen. Die Mauer ist spürbar im Grenzhus in Schlagsdorf und ich möchte an die 1303 Maueropfer erinnern und wir sollten ihrer gedenken. Jeder von ihnen hatte einen Traum von Freiheit, Selbstbestimmung und einem besseren Leben. Elendlich verreckt sind sie an der innerdeutschen Grenze. Einer Grenze, deren Hauptzweck es war, seine Bürger einzusperren, Selbstschussanlagen, Stacheldraht, Mauern und Minen für das eigene Volk. Was war das für ein Land? Aus meiner ganz subjektiven Perspektive auf gestern und heute dürfte hinreichend deutlich geworden sein, dass der Staat, den wir, die DDR-Bürger, vor 25 Jahren abgeschafft haben, als Unrechtsstaat von seiner eigenen Bevölkerung in einer friedlichen Revolution zu Recht beseitigt wurde. Und Herr Ministerpräsident, wenn Sie gebetsmühlenartig Ihre Auffassung wiederholen, die DDR sei kein Unrechtsstaat gewesen, nur weil Ihre Bürgerinnen und Bürger damals nicht dank des Systems, sondern ihm zum Trotz auf ihre Lebensleistung zurückblicken können, möchte ich Ihnen hier vehement widersprechen. Sie unterstützen mit Ihrer Auffassung nicht die Frauen und Männer, die in der DDR lebten. Ist es nicht eher so, dass Sie die Ewiggestrigen damit stärken und den Gegnern und Opfern eine weitere verbale Ohrfeige verpassen? Es ist doch zu fragen, warum das Verhalten der Täter und Mitläufer relativiert wird, wohingegen Opfer und Kritiker sich rechtfertigen müssen nach dem Motto, lasst uns endlich einen Schlussstrich ziehen. Ich sage eindeutig nein. Die DDR hatte nach 1945 den Traum eines besseren Deutschlands. Aber war es nicht so, dass die privilegierte Elite und deren Sicherheitsapparat durch die Beschränkung oder den Entzug von elementaren Menschen- und Bürgerrechten wie Freizügigkeit, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit von Presse, Wissenschaft, Kunst, Religionsausübung, Schule sowie dem Recht auf freie Wahlen als Geiseln gehalten wurden? Und ich glaube, ich habe ja nicht so viel Redezeit, die Fragen der Anpassung werden wir dann am Tag, am 3. Oktober vertiefen und ich möchte deshalb jetzt nochmal auf das Recht zu sprechen kommen. Recht bedeutet, Täterinnen und Täter, Opfern unabhängig von Strafe und Entschädigung, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Ihre Taten und Unterlassungen, ihre Verletzungen und Behinderungen im Licht geltenden der Menschen- und Bürgerinnenrechte öffentlich anzuerkennen, ihr Verhalten zu verurteilen und zu rehabilitieren, zu identifizieren, was Recht war, was Recht ist und was Recht sein sollte und was Unrecht ist. Recht ist nicht schon das, was in der Verfassung und in den Gesetzen steht, sondern erst das, was in ihrer Auslegung und in ihrem Vollzug erkannt und ausgeübt wird. Darum heißt es auch, nach Recht und Gesetz, wenn wir heute Anspruch erheben, in einem Rechtsstaat zu leben, müssen wir dieses Recht praktisch anwenden und sagen, was Recht und was Unrecht ist. In der friedlichen Revolution und im Geiste des Frühlings 1990 wollten wir Schwerter zu Pflugscharen schmieden. Heute ist Deutschland drittgrößter Exporteur von Rüstungsgütern und soll mit militärischen Einsätzen international mehr Verantwortung übernehmen.
Nein, meine Damen und Herren, das war weder mein Traum und ich glaube auch nicht der von Bündnis 90 Die Grünen. Und wir müssen uns für Demokratie einsetzen, für sie werben, das erleben wir gerade hier wieder, und sie leben die Demokratie, damit Zivilgesellschaft blühen und sich entfalten kann. Und dieses insbesondere mit den Brüchen der Menschen, die hier gelebt haben, die auch geblieben sind oder vielleicht auch wieder zurückkehren. Ich wünsche mir, dass wir hier im Parlament den Dialog führen, sachorientiert und nicht der Machtpolitik das Zepter unseres politischen Handelns überlassen. Ich denke, da ist noch viel zu tun. Und der Landtagspräsident, Herr Prachtl, hat uns gestern in der Feierstunde zum 20-jährigen Bestehen unserer Landesverfassung noch mal eindrücklich unserer parlamentarischen Verantwortung und auch Verpflichtung erinnert. Und mein Traum ist noch lange nicht ausgeträumt und auch dieses Land schreit nach Veränderung. Ich danke für die Aufmerksamkeit.